Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metroid Prime. Tja, in der letzten Folge haben wir es endlich mal geschafft, ein Material oder einen Weg zu finden, wie wir Bendezium zersprengen können, nämlich mit der neu erworbenen Powerbombe. Und jetzt haben wir... Oh nein! Fucking Ice Pirates! Kommt schon, lasst mich in Ruhe. Ich war eben noch voll mit der Lebensenergie, ihr Schweine. So. Jetzt ist wieder fast ein ganzer Energietank leer hier. Schweine. Oh. Technologie. Powerbomben-Munition. Fügt dem Vorrat eine Powerbombe hinzu. Ja, wir haben... Oh, vier! Wir haben gar nicht nur drei in der Reserve, wir haben vier. Etwa noch eine? Nee. Boah, nur... Gut, da hätte ich jetzt auch eine nutzen können, um die Trümmer da vorne schon wegzuräumen. Denn ich werde nicht hier den Weg sofort weitergehen. Nein, nein, nein. Ich bin mir nämlich sicher, dass wir hier wieder so einen Fahrstuhl zur Ebene 3 finden. Das glaube ich mich daran zu erinnern. Und dort unten brauchen wir den vierten Beam. Und den haben wir noch nicht. Den hochtemperierten. Deshalb gehe ich jetzt zurück. Und wir werden an der Stelle, wo wir die farbigen Magnetschienen haben für den Spider-Ball, dahin werde ich jetzt zurückgehen. Und dort... werde ich diese Bendezium-Sperre aufheben. Glaub mir nicht, mich daran zu erinnern, dass wir dort den Grapple Beam finden. Oh, scheiße. Das Ding war... Na, das Ding war instabil. Komm ruhig her, Freundchen. Na los! Ja, die Super Missile hat Wirkung gezeigt. So. Und wenn wir dann den Grapple Beam haben, werden wir zu den Höhlen von Magmor zurückkehren, um dort das hochtemperierte Zeug einzusammeln. So langsam kommt nämlich einiges wieder, wo wir was finden. Oh, stimmt ja. Und hier war doch auch Bendezium. Gut, hier werde ich mal die erste Powerbombe anwenden. Bäh. Okay. Ventilationssystem aktiviert. Gebläse im Einsatz, Absaugen der Dämpfe erfolgt. Oh, so ist das Gift wenigstens hier weg. Ah, und da finden wir einen neuen Energietank. So, ab. Das dürfte dann Nummer 10 sein. Ja, ich glaube, das sind 15 insgesamt. Gut. Wo hatten wir jetzt... Ah, hier. Hier hatten wir unseren Ausgang. Oh nein. So, wir haben hier wieder...
wieder Schattenpiraten an der Decke. Hängt hier direkt unter uns. Okay, wir haben auf seine Fußsohlen jetzt mal geschossen. Scheint funktioniert zu haben. Wow. Okay. Das Problem erledigt. So, hier. Hoppala. Hier ging es auch wieder nach unten. Wo war unser Weg? Wo war unser Weg? Hier. So, mit Wavebeam kamen wir hier wieder raus. Okay. Ein paar Missiles wieder einzusammeln ist nicht verkehrt. Eine Powerbombe hatten wir verbraucht, das ist richtig. So. Konzentriere mich jetzt wirklich erstmal drauf, die ganzen Ausrüstungsteile hier noch zu sammeln. Sofern ich mich noch erinnern kann, wo die alle sind. So, Grapple Beam wusste ich ja jetzt, wo der ist. Und die vierte Beamwaffe ebenfalls. Weiß aber nicht, ob es dann noch irgendwo was gibt. Ich dachte eigentlich schon. So. Okay, ich bin jetzt einfach ungebremst hier hoch. Reiner Zufall, dass es mich nicht getroffen hat. Na also, da wären wir doch. So, Powerbomb. Vendetium ist kein Problem mehr. So, links ist kein Ausgang für das Gelbe, rechts auch nicht und bei uns sowieso nicht. Also muss es jetzt in unserem toten Winkel sein. So. Wir können ja mal nachsehen. Ja, also Gelb ist in oben verbunden. Jetzt müssen wir es in der Mitte verbinden und dann unten. Waren dann hier eigentlich gar keine Monster rum? Das überrascht mich jetzt gerade. So. Einmal noch. Okay, und jetzt nach unten einstellen. Okay, gut. Jetzt können wir die gelbe Leiste hoch. So, und hopp. Auch wieder Bendezium, ne? Ja. So, sonst noch irgendwas? Nö. Da. Endlich. Grapple Beam. Eins der begehrtesten Objekte eigentlich in dem ganzen Game, aber man kriegt es fast als letztes. Gut. Z gedrückt halten, um einen Verankerungspunkt zu erfassen, mit dem Grapple Beam zu fixieren. Z wieder loslassen, um die Verbindung zu lösen. Okay, gut. Na, jetzt sieht man auch diese ganzen Hakenpunkte. Diese Stelle kann als Verankerungspunkt für den Grapple Beam dienen. Ja, den Rest kennen wir ja. Sehr schön. Aha. Tür, die wir noch gar nicht untersuchen konnten. Ui. Kann ich eigentlich irgendwas finden? Ich rausche hier einfach so durch. Nee, sieht nicht so aus. Okay. So. Hopp. Hopp.
Ach, guck mal an. Ihr seid ja echte Blitzmerker. Jetzt kriegt ihr mich mit, hä? Hoho. Noch mehr? Klar, noch mehr. Gut. Wie schon gesagt, ich verlasse jetzt erstmal die Phazon-Minen. Wir gehen zurück nach Magmor. Dort finden wir unseren hochtemperierten Beam. Ja, was gibt's denn sonst noch? Musste ich jetzt mal in die Ausrüstung gucken, ob uns noch dann noch was fehlt. Ja, hier gesagt, Waffen fehlt dann. Nach dem Hochtemperierten fehlt dann noch ein Beam, aber der erledigt sich praktisch von selbst. Beim Morphball haben wir alles. Bei Anzug fehlt dann auch noch einer. Kriegen wir auch automatisch natürlich. Visor. Ah, hier fehlt auch noch was. Aha. Stimmt, der X-Ray. Und hier haben wir auch alles. Gut. Alles klar. Hier runter. Stimmt, der X-Ray Visor. Ja, weiß ich doch. Ich glaube, den können wir hier auch gleich einsacken. Ich glaube, der ist hier sogar in der Gegend. Der dürfte hier da oben sein, wo diese kleine Wand aus Mendezium war. Also es kommt wieder einiges wieder. Ach, das blöden Blumen. Jetzt hier die Magnetschienen drauf. Wow, nicht runterfallen. So, Icebeam. Ja, hier. Okay, hier haben wir anscheinend noch was. Müssen wir aber ganz hoch kommen. Was war denn das jetzt? Wir bleiben hier öfter an so einer Kante hängen. Das ist so eine Scheiße. Komm schon. Gibt's doch wohl nicht. Wir können da hoch. What the fuck, Mann? Los jetzt, Samus. Keine Zicken mehr. Was war das jetzt? Ey, das gibt's doch wohl nicht. Los jetzt! Ey. Hier ist es irgendwie am schwersten raufzukommen, einfach nur weil die Gegend hier so verwurzelt, verkantet ist, dass dich der Ball öfter verfängt und hier kaum an Schwung kriegt. Ah, los jetzt! Nein, wir waren da schon fast drauf. Nee, so klappt das nicht. Ja. Oh. Mensch. Wollt mich doch jetzt verarschen. Ja. Das ist nicht wahr, ey.
Los jetzt! Oh, meine Güte. Das nur für einen Missile-Container, also wirklich. So, jetzt können wir auf die Ebene rechts weiter. Los jetzt! So. Dann nochmal. So, und seht mal, was wir da unten Schönes haben. Der X-Ray-Visor. Gut, neues Sichtgerät. Okay. Wird jetzt hier nicht genau beschrieben, was der tut. Gucken wir eben selber. Ermöglicht einen Blick durch die meisten Materialien. Der X-Ray-Visor ermöglicht mit bloßem Auge unsichtbare Gegenstände, Bereiche und Feinde aufzuspüren. Robotische Gegner und Lebewesen, die auf elektromagnetischer Energie basieren, stören den Frequenzbereich des X-Ray-Visors. Sie müssen ausgeschaltet werden, damit der Visor auf einwandfrei funktioniert. Wo? Hier ist der X. Oh. Also die Sicht finde ich hier irgendwie sehr schön. Aber nicht, ist wenigstens nicht ganz so krebserregend wie das hier. Wow. Okay, wir kriegen hier Powerbomben-Munition. Warum wohl, hä? Ja. Weil wir hier die Wände damit kaputt machen können. Okay. Irgendwas Neues, irgendwas Interessantes. Ich glaube, hier in dem Wasser war noch irgendwas, oder? Aha. Okay. Ach du Scheiße, ein Artefakt. Aha, sehr schön. Wurde auch Zeit, dass wir wieder eins finden. Okay, wir müssen jetzt nur ordentlich dort drauf kommen. Wow. Hopp und hopp. Yay! Chozo-Artefakt, unser viertes. Dies ist das Artefakt der Chozo, das siebte von insgesamt 12. Wir gehen hier nicht nach Reihenfolge, wie ihr es gern hättet. Nein, es war unser viertes. Von 12. So, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie hier wieder raus. Hier rauf, glaube ich, was? Jawohl. Na los! Oh. Soll der Mist jetzt? Dann nehmen hier zuerst hin. Meine Güte. Hopp. Hopp. So. Oh nein. Müsst ihr jetzt mitten im Sprung kommen? X-Ray. Damit verlieren wir den nicht aus den Augen. Scheiße. Da. Okay, meins ist weg. Ah, shit. Jedes Mal, wenn die einen treffen, kann ich ganz kurz nicht schießen. Los, 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 los.
Okay, gut. Oh. Kommen hier auf einmal noch diese Chozo-Geister. Ah. Wir konnten sowieso nicht raus, also gut. Jetzt erst können wir es. So, in Ordnung. Top. Ja, mit dem X-Ray-Visor lassen sich jetzt auch unsichtbare Plattformen entdecken, die wir vorher einfach nur durch herabfallenden Regen entdecken konnten hier ein paar Räume zuvor. So. Oh Gott, nein. Gut, der Rückweg ist nicht so schwer. Ihr seht ja, dort unten gab es doch so eine unsichtbare Plattform mit dem X-Ray-Visor. Visor von mir aus. Damit können wir die jetzt sehen. Ja. Yeah. Weg. Zu sehen. Okay, ich glaube, wir sind ja gerade nicht so beliebt bei den Pflanzen. Hier geht's zu den Chozo-Ruinen. Au. Au. Jetzt reicht's aber langsam. So, meine Güte. Viecher. Okay, Leute, sobald wir jetzt oben bei den Chozo-Ruinen angekommen sind, würde ich sagen, machen wir wieder einen Cut. Und in der nächsten Folge geht's an der Stelle hier weiter. Dann gehen wir von hier aus zu den Höhlen von Magmor. Ja, da gibt's nämlich auch noch einiges zu finden, dank des X-Ray-Visors. Also, bis dahin. Tata!